woran hat es gelegen heute? Naja, wir haben mehr Fehler gemacht als der Gegner. Und wir haben jetzt letztendlich nur ein Tor kassiert. Und nach dem 2-0 haben wir natürlich reingerückt, dass wir 2-1 gemacht haben. Wir dürfen nicht mal das dritte Tor kassiert. Und wir haben leider Gottes kassiert. Und jetzt gucken wir, dass wir im Mittelfeld das besser machen. Vielleicht mal da ein oder andere Tor mehr schießen. Ja. Ja, was glaubst du? Habt ihr noch gute Chancen? Habt ihr noch reelle Chancen? Also, realistisch ist, wir glauben an uns, weil es hat nirgendwo geschrieben, dass wir nicht schaffen können. Und ich denke mal, jetzt sollen wir unsere Konzentration auf das Spiel jetzt im Mittelfeld legen und dann gucken, dass wir dort die nötigen Tore dann machen können, um das weiterzukommen. Ja. Ja, gut und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lilien Insight. Heute ja südlich von Darmstadt aus Bensheim. Ich bin nicht ohne Grund hier, denn ja, Elton da Costa ist mit mir hier. Hi Elton. Hi, hallo. Du bist auch nicht umsonst hier, du bist Spielertrainer vom FC Bensheim. Ja, seit letzten Sommer. Wie läuft's? Momentan läuft er nicht gut. Wir haben jetzt eine schwarze Serie jetzt hinter uns mit 4 Niederlagen in Folge. Seitdem bei uns nicht mehr nach oben anzugreifen ist, das ist ein bisschen schwierig, aber wir werden hinkriegen. Ja, mit dir bestimmt. Ja, du bist ja auch sonst nicht untätig. Fußballakademie, ne? Fußballcamps machst du. Genau, ich mache die Fußballakademie, das sind Einzeltraining für Kinder, so besonderes Trainingseinheiten für Kinder. Das ist tagtäglich in Darmstadt Aheilen auf dem Trainingsgelände von Merck. Und ansonsten in den Ferien mache ich ein Fußballcamp, so wie jetzt gerade in Zwingenberg. Ja, und das ist gut besucht? Ja, das ist gut besucht. Das sind aber viele Kinder aus Zwingenberg und bei so einem tollen Wetter, das ist doch schön. Ja, ja ganz genau. Bei dir, ja, wie sieht es aus? Du bist immer noch gut in Form. Die Waden habe ich gesehen. Eieiei, immer noch so dick wie zu Profizeiten. Nein, ich halte mich auch fit und seitdem ich bei 98 nicht mehr spiele, spiele ich auch regelmäßig, betreibe ich fast so gut wie jeden Tag Sport und das hält mich auch fit. Sieht man, du bist fit. Ja, ihr habt mit der Lilien Traditionsmannschaft, habt ihr jetzt erst bei Real Madrid gespielt. Wie war das? Ihr habt nicht im Bernabeu gespielt, sondern nebendran, richtig? Ja, wir haben da auf dem Trainingsgelände gespielt. Das ist das zweite Mal, wo wir dort gewesen sind. Vor 2 Jahren hatten wir dort ein Spiel gehabt. Wir haben 3-3 gespielt. Und ich glaube, wir haben den Real-Traditionsmannschaft ein bisschen geärgert. Und die wollten unbedingt das Rückspiel haben. Und das ist jetzt gefolgt. Und da haben wir auch 2-2 gespielt. Also wir sind auch ungeschlagen gegen die Madrileños. Aber es war eine super tolle Erfahrung, wieder dort gewesen zu sein. Ist da ein Spieler dabei, den man kennt von Real? Ja, auf jeden Fall, Emilio Butragueño, ja. Ikone dort in Madrid und in Spanien. Der ist irgendwann 15 Minuten in der ersten Halbzeit ist er reingekommen, haben wir natürlich auch hingeschaut, ob das wirklich ist. Und wir haben uns auf jeden Fall gefreut, dass er dabei gewesen ist. Ja. Ja, gut, dann kommen wir doch mal zu deiner Zeit bei den Lilien. Du bist, ja klar, Elton da Costa ist untrennbar verbunden mit der Relegation 2014. Wie oft bist du da jetzt schon drauf angesprochen worden? Also zur Erklärung für die, die es nicht mitbekommen haben, falls es noch welche gibt. Rückspiel, Relegation in Bielefeld. Elton da Costa schießt in der 122. Minute das 4:2 und damit den Aufstieg in die zweite Bundesliga. Also wie oft musst du das erzählen? Ja, regelmäßig. Regelmäßig, egal wo ich hin bin oder wo ich hingehe, werde ich darauf angesprochen. Aber das ist immer ein schönes Gefühl. Heute noch, nach so vielen Jahren danach, so viele Jahre später. 2014 war das? Genau, so viele Jahre später angesprochen zu werden. Eine schöne Erinnerung gewesen, auch die Kollegen von damals. Ich freue mich natürlich, klar. Wenn man über gute Dinge angesprochen wird und erinnert wird, man freut sich natürlich auch. Ja gut, dann müssen wir einmal noch das Tor durchgehen. Also du kommst rein in der Verlängerung und ja, sieht nicht gut aus. Bielefeld macht dann das 2:3. Und ja, ich war im Fanblock. Wie die meisten so hat man gedacht, oh nein, das darf doch nicht wahr sein, wie schade. Ja, und dann kommt ein Ball von Aitaj Sulu, der legt ab per Kopf für dich und du hältst drauf. Genau, ich glaube, dass es nicht der Aitaj genau den Ball gelegt hat, aber der war dabei und irgendwie ich habe nur gehofft, dass der Ball auf mich zukommt, weil ich mich darauf konzentriert habe, wenn der Ball kommt, dann hau einfach drauf. Und da habe ich mich natürlich, kann man auch auf dem Video sehen, dass ich mich sehr konzentriert habe, den Ball genau zu treffen und richtig zu treffen
Und Gott sei Dank ist alles gelungen, auch wenn das ein bisschen abgefälscht war. Aber ich glaube, der wäre auch so reingegangen. Ich würde sagen, ja. Ich habe gelesen, dass du gesagt hast, wenn ich eingewechselt werde, schieße ich ein Tor. Ja. Stimmt das? Ja, stimmt. Ich habe in der Halbzeit, als das Spiel vorbei war, irgendwann kurz vor Verlängerung, habe ich mit dem Doc gesprochen. Ich habe gesagt, hier, wenn ich reinkomme, schieße ich ein Tor. Und dann habe ich eine Spiele noch dazu gesagt. Und dann klar, und dann hast du dann 2-3 fehlt. War natürlich sehr schwierig. Und als ich reinkomme, habe ich nur gedacht, so gut wie es geht, den Ball nach vorne zu spielen und dann auf was zu erhoffen. Und ist alles gut gegangen. Ja, ich habe damals schon Lilien Inside-Videos gemacht. Und nach dem Hinspiel, das 1-3 am Bölle ausging, haben wir zwei miteinander gesprochen. Und du hast mir damals gesagt, wir glauben noch daran. Wieso sollten wir da nicht gewinnen können? Hand aufs Herz. Warst du in dem Moment, nach diesem 1-3, warst du überzeugt, dass ihr es schaffen könnt? Ja. Auch wenn das Hinspiel nicht so für uns gelaufen ist, wie wir es gerne hätten. Wenn wir vor eigenem Publikum spielen, wollten wir natürlich gute Ergebnisse erzielen. Aber nach dem 3-1, wo wir katastrophal gespielt haben, auch zu Hash verloren haben, haben wir uns in die Kabine natürlich eingeschworen, dass wir das Spiel hinbiegen können. Und die Überzeugung war da. Jeder von uns zu 100% da. Und wir haben nicht nur so dahin gesagt. Das war ja deine zweite Zeit in Darmstadt. Du warst von 2000 bis 2003. Genau. Auch schon mal 3 Jahre in Darmstadt. Und jetzt pass mal auf. Und jetzt pass mal auf, Elton, was ich gefunden habe. Ach Gott. Das, Sonny Boy. Das ist eine Autogrammkarte aus der Saison 2002, 2003, wo du für mich ein Autogramm gegeben hast. Schau doch mal an, ey. Das ist ja Wahnsinn. Genial, oder? Du bist 79er Jahrgang. Ja. Da warst du, naja, 23. Ja, 23, ja. 23. Wenn das 2003 gewesen ist, ja. 2002, 2003, ja. 23, nee, 22 sogar. Ja, weil 15, du im Dezember, klar, stimmt. Im Dezember, genau. Ja. Also ich habe das rausgekramt vorhin. Krass. Und habe gedacht, ey, weißt du, du warst früher immer mein Lieblingsspieler da. Und ich habe echt gedacht, ey, geil, ich habe es gefunden. Ich habe es gefunden, cool. Ja. Und wie ist denn deine Erinnerung an diese Zeit? Du hast mit Zivo Juskic zusammengespielt. Richard Haser, ja. Daniel Leifermann, genau. Und so ein paar andere. Und Trainer Michael Feichtenbeiner. Michael Feichtenbeiner hatte mich nach Darmstadt damals geholt. Und da habe ich angefangen, den Verein zu lieben. Habe ich ja 3 wunderschöne Zeit hier gehabt, bis auf das letzte Jahr, wo wir abgestiegen sind. Hat natürlich nicht nur mir, sondern von den ganzen Fans hier das Herz gebrochen. Aber trotzdem, ich hatte 3 wunderschöne Zeit hier. Ich habe den Verein, wie gesagt, lieben gelernt. Und das war der Anfang von einer schönen Geschichte. Warum hast du den Verein lieben gelernt damals? Ich meine, ihr hattet Erfolg mit dem DFB-Pokal 2001. Super erfolgreich, also guten Fußball gespielt unter Michael Feichtenbeiner. Und dann ging es ein bisschen bergab. Aber was hat den Verein für dich damals schon ausgemacht? Ja, dieser familiäre Umgang auch mit den Fans und die Spieler nah beieinander. Das hat mir auf jeden Fall imponiert. Und ich bin hier sehr gut aufgenommen worden. War mein zweites Verein hier in Deutschland gewesen. Und hier habe ich ja dieses familiäre Umfeld, was mir auch vorher gefehlt hat. Und deswegen habe ich mich super wohl gefühlt hier, auch weil mein erstes Jahr mit 2 Brasilianern hier gewesen bin. Evandro und Alex, genau. Der Freitas. Der Freitas, genau. Und da hatten natürlich ja diese Anfangszeit hier auch leichter gemacht. Und dann später, war immer Zeit zu Zeit hier noch schöner und habe ich mich super wohl gefühlt. Ja, danach bist du nach Bayern gegangen, unter Haching, Augsburg, unfassbar erfolgreiche Zeit gehabt, 2. Liga damals schon gespielt. Ja, und dann wieder nach Hessen zurückgekommen, Hand aufs Herz, Kickers Offenbach. Ja. Hast du gespielt? Also war das irgendein Thema für dich, dass das blöd ankommen könnte in Darmstadt? Oder war das einfach damals so eine Karriereentscheidung und dann muss man damit umgehen? Ja, erstens für mich gibt es diese, klar gibt es immer diese Rivalität Offenbach und Darmstadt. Das wusste ich schon damals. Wusste ich auch, als ich nach Darmstadt gewechselt bin, als ich nach Offenbach hingewechselt bin, dass diese Rivalität da ist. Aber für mich persönlich, ich bin Profi gewesen. Ich muss natürlich dahin gehen, wo der Verein mich will. Und damals zu der Zeit wollte Darmstadt nicht. Mhm. Als ich von FC Augsburg weggegangen bin, das war der einzige Verein hier in Hessen, mit wem wir es bald nämlich verpflichten wollten. Mhm. Und klar, und dann am Ende bin ich dahin gewechselt, habe ich meine Sachen so gut es geht dort gemacht.
Auch viele Tore geschossen. Ja, viele Tore geschossen. War ich auch Kapitän von der Mannschaft gewesen, was mich auch sehr stolz gemacht hat. Und dann später, als ich nach Darmstadt gewechselt bin, bin ich auch hier, muss ich auch sagen, sehr super aufgenommen worden. Ja, durch deine Vergangenheit und jemand, der das so, naja, ehrlich auch einfach sagt, ja, das respektiert man auch. Und jetzt, besser hätte es einfach nicht enden können. Ich meine, du hast auch schon ein unglaublich wichtiges Tor gemacht in Wiesbaden. In dieser Aufstiegssaison, ne, die dann Relegation geendet ist, hast du gerade in einem der letzten Spiele in Wiesbaden das 1:0 gemacht vor der Darmstädter Kurve, was dann später den dritten Platz überhaupt ermöglicht hat. Das Foto kann man auch mal suchen, da weiße Trikots, breitest du die Arme aus und das war ein unglaublicher Moment, nehme ich an. Ja, für mich definitiv, weil ich ja die Saison nicht so häufig von Anfang gespielt habe. Und ich habe immer auf meine Chance gewartet und ich habe immer im Training Gas gegeben, immer auf meine mögliche Einsatz von der ersten Elf gewartet. Und da war diese Situation gewesen, dass er Dominik nicht spielen konnte. Und, Strohengel. Genau, Strohengel. Und als ich für ihn eingesprungen bin, klar, habe ich natürlich Gas gegeben. So wie jedes Mal, wo ich auch teilweise nur 3, 4, 5 Minuten gespielt habe, ich habe immer alles gegeben. Ich versuche immer mein Bestes zu geben, auch in der kurzen Zeit. Und in dem Spiel hat es alles geklappt. Und als ich das Tor geschossen habe, wir auch gewonnen haben, mich super gefreut, klar. Ja, also das hat ein ganz schönes Ende genommen. Ne? Also zweite Zeit in Darmstadt als Held abgetreten. Schade, dass es nicht mit der zweiten Liga geklappt hat. Ich habe gelesen, ihr könnt euch einfach nicht einigen, ist manchmal so im Fußball. Ja, klar war ich auch traurig, weil ich wollte natürlich noch ein Jahr weiterspielen, weil ich auch in körperlicher gut verfassen war. Habe ich mich auch gut fit gehalten. Und aber wie gesagt, es ist so gewesen und bin ich sozusagen auf die Höhe, in Anführungsstrichen, meine Karriere beendet. Besser geht's nicht. Mit so einem Tor Karriere zu beenden, klar hätte ich ja weiter gespielt, aber so ist auch gut. Ja, also ich glaube, jeder Darmstadt-Fan dankt dir das. Du wirst auf ewig einfach verbunden sein. Nicht nur, aber auch natürlich wegen deines Tores, aber auch hier wegen der ersten Zeit. Ja, wegen der ersten Zeit, genau. Also herzlichen Dank im Namen aller Lilienfans für deinen Einsatz, für deine Zeit im Verein. Und ich habe auch noch ein Geschenk für dich. Das musst du mal kurz halten. Und zwar die Lilien Inside Tasse. Oh, cool. Die kriegt jeder. Dankeschön. Sorry, das will ich behalten. Das ist mir zu. Persönlicher Genau. Klar. Also, Elton, danke. Alles Gute. Danke. Immer gern gesehen am Welle. Danke. Danke. Ja, das war's auch schon wieder für heute mit Lilien Inside. Vielen Dank fürs Zuschauen und diesen Schuss von Elton in Bielefeld. Also, ich glaube, den werden wir niemals wieder vergessen. Kein Lilien-Fan. Jeder weiß, wo er war, falls nicht dort auf der Alm in Bielefeld mit dabei. Jeder weiß, wie er diesen Schuss, wie er diesen Moment zum 4:2 erlebt hat. Unglaublich immer noch. Ich wünsche euch auch an dieser Stelle schon mal schöne Ostern und ja, wir haben ja ein Date am Ostersonntag, ne? Wir sehen uns im Stadion. Bis dahin, gute und ciao, euer Colin.